Gegen 8.30 Uhr fand ein Einsatz eines Gerichtsvollziehers hier in Karlsbach-Ittersbach statt, in der Deskostraße. Diese Maßnahme wurde von der Polizei begleitet. Während dieses Einsatzes entstand ein Rauch oder eine Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die Feuerwehr war sehr schnell hier vor Ort. Dieser Rauch hat sich zu einem Brand ausgeweitet. Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist hierbei völlig zerstört worden durch das Feuer. Und während der Löschmaßnahmen bzw. den anschließenden Begehungen wurde eine tote Person aufgefunden. Wir wissen aktuell noch nicht, um wen es sich bei dieser Person handelt. Und auch die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das Polizeipräsidium Karlsruhe ist mit einigen Kräften hier im Einsatz. Die genaue Anzahl unserer Einsatzstärke kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Die aktuelle Anzahl der Bewohner, die dort gemeldet sind, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis. Die Feuerwehr hat während der Löschmaßnahmen in einer Wohnung, es war vermutlich die Brandausbruchwohnung, eine leblose Person aufgefunden. Der Arzt hat soeben den Tod dieser Person festgestellt. Wir wissen derzeit nicht, um wen es sich bei der Person handelt, noch was die Hintergründe des Todes sind. Hierzu laufen kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand wurde bei den Löschmaßnahmen ein Feuerwehrmann leicht verletzt durch das Einatmen von Rauchgasen.
Dann hieß es aber, die mal halt zu hören, dann hat er gestellt.